Handywäsche, ja. Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Review zum Doogie V Max. Das ist dieser Klopper hier. Und bevor ich irgendwas mache, machen wir das Unboxing. Dann seht ihr das Handy einmal ein bisschen besser und dann werde ich dazu ein bisschen was erzählen. Kann euch aber verraten, so ganz so viel zu erzählen wie sonst habe ich irgendwie nicht, weil eigentlich alles läuft. Was auch noch wichtig wäre, das Handy wurde mir fürs Review von Doogie zur Verfügung gestellt. Natürlich tangiert das die Meinung darüber auch nicht. Wenn ich irgendwas gut oder nicht gut finde, dann sage ich das auch. Und wenn ich irgendwas nicht weiß, weil ich nicht weiß, ob ich das an jemand andere Stelle gut oder nicht gut finden würde, dann sage ich das eben auch nur so. Und wenn sich das dann so anhört, als würde ich die Marke oder das Handy oder so irgendwie verteidigen, das ist dann einfach nur meine Meinung dazu, wie ich gerade eben schon sagte. Manche Leute verstehen das nicht, aber ich sag's dir jetzt nochmal. Zum Lieferumfang des Handys, hier an sich gehört nicht viel, hier haben wir einmal ein 33 Watt Schnellladegerät, ein USB-C auf USB-C Kabel, ein bisschen Papier, Anleitung und so weiter, ein Reinigungsset, um die nochmal mitgelieferte Displayschutzfolie aufzutragen, einen ist bereits ab Werk aufgetragen, wie man hier sieht. Ich habe das Handy jetzt glaube ich 3-4 Wochen in Benutzung oder sowas, das hält es auf jeden Fall noch aus, ja. Und als ich das Handy so in die Hand genommen habe, ne, also jetzt mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber da habe ich echt gedacht so, wollt ihr mich jetzt veräppeln? Weil das ist echt verdammt dick hier zum Vergleich. Das ist das dünnste Handy, was ich habe, ein iPhone 7. Bisschen kleiner in der Höhe so an sich, aber das kannst du hier 3 bis 4 Mal reinlegen. Und wenn ich jetzt hier mal so hingehe und ungefähr messe, so eine Dicke von 2,7, 2,8 Zentimetern, das ist schon echt nicht wenig, aber hier ist halt auch ein fetter Akku drin. Ich packe hier mal ein paar Spezifikationen hin an der Stelle. Dann können wir uns hier das Handy noch mal ein Stück genauer anschauen. Einmal haben wir hier das Display. So groß ist das Display im Vergleich zum Rahmen. Finde ich, ist in Ordnung. Also mich stört das nicht, wenn ich da einen großen Rahmen habe. Das ist ja auch eigentlich, ne, das ist eben ein solches Handy. Da muss man jetzt nicht erwarten, dass wir hier nur einen Millimeter haben. Na, ist klar. So, hier einmal Selfie-Kamera. Hörmuschel dort oben und hier unten sind jeweils Lautsprecher, 2 Stück. Dann haben wir unten das Mikrofon, eine USB-C-Flappe für das Kabel darunter. Finde ich ein bisschen nervig. Ich weiß, dass das auch wasserdicht geht, ohne so eine Klappe. Und wenn ich das im Auto anschließe, jedes Mal muss ich dich aus dem Weg räumen oder so. Ich weiß auch nicht, wieso das ständig passiert. Ja, ne? Hier jetzt auch schon wieder. Weil sich diese eine Ecke hier immer drin verschanzt. Dann hier an der Seite einmal die Standby-Taste mit integriertem Fingerabdrucksensor, Lauter-Leiser-Tasten. Schönes, fettes Teil, ja. Hier unser Knopf für diverse Funktionen. Ich packe das immer mit zur LED. Hier können wir dann eine SIM-Karte bzw. 2 SIM-Karten und oder eine SIM-Karte und eine SD-Karte einbauen, um den Speicher zu erweitern. Hier hinten Kameras und die LEDs bzw. das ist die normale LED und das hier sind Infrarot-LEDs, weil wir hier eine Nachtsichtcam, eine Infrarot-Cam drin haben. Schön, wie das Handy immer vibriert, wenn man hier kurz mal drüber kommt und der dann sagt, ja Moment, Fingerabdrucksensor, hier ist ja gar kein Finger. Auf der Rückseite. Das ist auf jeden Fall Plastik, soll wie Leder aussehen. Das Doogie-Logo, wenn man es neu kriegt, ist hier auch noch so ein Aufkleber drauf mit der IMEI-Nummer. Ja, und ansonsten, hier unten kannst du noch irgendwie so eine Handschlaufe festmachen. Weiß ich nicht, ob man das tut. Und ich vermisse den Kopfhöreranschluss hier oben dran, weil das Handy ist fett genug. Da kannst du nicht sagen, also jedes Handy, diese Teile, die brauchen sowas einfach, weiß ich nicht. Die haben doch genug Platz, also wirklich. Ja gut, und das ist das Handy so an sich, läuft. Und ja, jetzt kann ich euch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, gell? Gell? Ja, ja, genau. Das ist mal ein ordentliches Teil. Jetzt fällt mir gerade auf, da oben ist ein LED-Defekt. Wieso? Ich meine, da oben wird ja nichts bewegt. Was soll sowas? Ich kaufe jetzt keine neue, könnt ihr vergessen. Gut, jetzt wollt ihr vielleicht zu dem Teil ein bisschen was wissen. Ich versuche das irgendwie ein bisschen zu gliedern. Hier links und rechts werde ich, glaube ich, mal ein paar Benchmark-Werte hinpacken oder Screenshots zu irgendwelchen Sachen, wo ich gerade drüber spreche. Deswegen nicht wundern. Also einmal kurz zur Software. Läuft alles perfekt, gab keine Abstürze, alles eigentlich schnell. Das ist jetzt tatsächlich von der Leistung her das schnellste Handy, was ich jemals hier hatte. So von den Geekbench-Werten zumindest. Ich vergleiche da immer so ein bisschen. Muss aber sagen, auch etwas, was vielleicht ein bisschen schlechter ist, reicht für meine Belange komplett aus. Auch wenn es jetzt bedeutet, dass man mal einen PS2-Emulator oder sowas bemüht auf so einem Handy. Ich versuche mal dran zu denken, sowas noch als B-Roll einzufügen. Deswegen hier, Philipp, spiel mal bitte eine Runde Splinter Cell auf dem Handy. Das habe ich hier tatsächlich auch schon gemacht. Und das geht tatsächlich ganz gut. Und das Handy, weil es eben auch ein bisschen dicker ist, kann man besser festhalten, als sage ich jetzt mal etwas dünneres. Allerdings Touchscreen-Steuerung und dann wirklich mit dem Spiel, was für ein DualShock 2 ausgelegt ist. Das geht, aber mit so einem externen Controller wäre das dann doch schon etwas komfortabler. Und es gibt ja Controller, also ist jetzt auch kein Gaming-Handy, aber es gibt Controller, wo dann Handyhalter dran ist. Und auch der Handyhalter bei mir im Golf, da passt das Teil so gerade eben rein, ne?
Allerdings ist das ganz cool. Ich habe bei mir im Golf einen Aschenbecher. Der wird nie benutzt, höchstens mal als Mülleimer. Und wenn ich das Handy da reinlege, ist das eines der wenigen Handys, was in der Kurve dann da nicht rausfällt. Ich versuche immer noch so 3D-druckmäßig mal einen Kumpel anzuhauen, dass er mir das, da was ausdruckt mit Schlitzen drin, dass man das Handy da unten reinlegen kann, damit das direkt unterm Radio liegt quasi. Aber ist auch eine komplett andere Geschichte. Ja, wo war ich? Eine Sache stört mich bei dem Teil oder hat mich gestört, da komme ich aber noch später drauf zu sprechen. Ja gut, dann haben wir hier ein Display, 120 Hertz Bildwiederholrate. Und ich benutze Handys mit mehr als 60 Hertz schon, würde ich jetzt sagen, seit, weiß nicht, ungefähr einem Jahr oder so. Und irgendwie ist es für mich schwer, mich wieder umzugewöhnen, ein Handy zu verwenden, was jetzt nur ein 60 Hertz Screen hat. Klar, funktioniert auch und 60 FPS im UI oder so siehst du ja auch wohl ganz gerne, aber hier beim Spielen wird man das wahrscheinlich nicht ausnutzen können. Also im täglichen Gebrauch, wenn man jetzt runterscrollt irgendwo, das ist schon, ne, da freut sich das Auge. Allerdings auch wie bei dem letzten Handy, wenn ich mir die Farben hiervon so anschaue, das sieht ein bisschen, ja, wie kannst du sagen, ein bisschen farbentsättigt. Also ist nicht super schlimm, aber es gibt hier, glaube ich, habe ich jetzt so auf die Schnelle zumindest nicht gefunden, in den Display-Einstellungen auch nichts, um wirklich die Farbe irgendwie ein bisschen knalliger wirken zu lassen. Das ist eine Sache einer Einstellung, würde ich jetzt erstmal sagen. Nö, hier gibt es tatsächlich nichts. Das Einzige, nee, ja, kannst du keine Farbe oder so einstellen, nur eben den schwarzen oder den dunklen Modus so wirklich. Ich gucke ja keine großartigen Videos drauf oder sowas, auch kein TikTok. Ich hasse TikTok. Also, das ist in Ordnung. Aber wir haben hier wieder nur Wifedyne L3, das heißt, wenn wir über Netflix, Amazon Prime oder so DRM-Material schauen, geht das nun bis 480p. Ich habe gesehen beim letzten Review, manche Leute hätte es tatsächlich gestört, wenn man auf so einem, würde ich sagen, immer noch kleinen Display nur 480p sehen kann. Aber ich finde, bei so einer Größe ist das noch ausreichend. Wenn wir jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht, 7 oder 10 Zoll Tablet haben oder so, kann man da die Unterschiede sehen. Oder wahrscheinlich wirst du sie auch hier sehen, wenn man eine Full-HD-Bildschirmauflösung. Ja, ich gucke auf dem Handy eigentlich keine Filme. Und wenn ich da mal bei YouTube was gucke, dann reicht mir dann auch 480p. Das ist in Ordnung. Richtung Kamera werde ich jetzt hier gleich auch noch ein paar Bilder zeigen und auch Videos, was ich damit aufgenommen habe. Aber ich kann sagen, ja, Lowlight-mäßig läuft nicht so ganz. Auch wenn man das Handy dann mal so festhält oder so, dann mal eben mit einer Hand ein Bild macht, wenn es jetzt etwas dunkler ist. Nee, das ist dann ein verwackeltes Bild. Auch wenn ich in der Kamera-App selber drin bin und es nicht allzu hell ist, dann wackelt das Bild sehr stark. Na, also wenn man sich das so mal anschaut, das weiß ich nicht. Also wenn man draußen ist, ist es ein bisschen besser. Mir gefällt es so auf jeden Fall nicht. Ob das Bild dann am Ende was wird oder nicht, das muss man tatsächlich nachschauen. Und es ist auch manchmal so, dass ich das Handy aus der Tasche nehme, eben schnell ein Bild machen will, wieder wegstecke und dann hat er kein Bild gemacht. Ich kann das jetzt einmal versuchen. Also ich bin hier, mach mal eben so, zack, leg das Handy wieder weg. Aber jetzt hat er das Bild tatsächlich gemacht. Nee, hat er nicht. Ich habe gerade dorthin gefilmt. Ne? Also das hätte ungefähr so aussehen müssen. Weiß ich jetzt nicht. Dann haben wir auf der Rückseite auch eine LED. Die ist da, aber da kann ich ohne Probleme reingucken. Das ist jetzt nicht super hell. Also ich würde jetzt nicht in die LED einer Handykamera die ganze Zeit reingucken. Aber das ist echt. Also ich war vor ein, zwei Wochen in Hamm gewesen bei meinem Cabrio-Spezialisten. Und dann haben wir da, glaube ich, ein bisschen was am Auto nachgeguckt. Und dann hatte ich das Handy hier das erste Mal wirklich draußen dabei. Wollte da irgendwas mit ausleuchten zum Arbeiten und das ist nix. Also Bilder mit diesem Blitz mache ich relativ selten, aber da hätte ich mir echt ein bisschen mehr gewünscht, dass man da entweder hellere LEDs einbaut oder ein paar mehr. Hat ja schon bei dem letzten Handy gesehen, hatten sie, glaube ich, irgendwie 6 oder 8 LEDs eingebaut. Das ist was Ordentliches, aber so ein super dunkles Zeug weiß ich jetzt nicht. Gut, wir schauen uns ein paar Bilder und Videos an. Ich sage dazu ein bisschen was und dann machen wir weiter. Zu Beginn dann jetzt draußen einmal die Selfie-Cam mit meinen etwas missratenen Haaren heute. Ja. Natürlich fehlt wieder Bildschirmisierung, wie immer. Obwohl, weiß man nicht. Ist auch jetzt ein bisschen besseres Wetter. Ja, geht wohl, oder? Vielleicht schaffe ich das ja nochmal, mich so einzufangen. Ich kann mich tatsächlich hier neben der Kamera, da ist so ein spiegelndes Teil, da kann ich mich drin sehen. Und andere Leute sehen mich durch die Kamera jetzt, wenn sie vor mir stehen. Ist auch witzig. Dann nochmal hier eine wunderschöne Rundumsicht. Ich glaube, es sind mal wieder 20 FPS oder so bei 4K. Müsste das Handy eigentlich hinkriegen. Wackelt auch ein bisschen. Sieht, glaube ich, nicht so toll aus, oder?
Jetzt können wir auch mal die Weitwinkelkamera für die Videofunktion verwenden. Sieht nicht so wackelig aus, würde ich sagen. Das ist auch eigentlich ganz normal so. Je mehr man sehen kann, desto weniger wackelt das. Also auf dem Display sieht es in Ordnung aus, nur die Farben halt so ein bisschen lasch. Ich versuche auch schon die ganze Zeit irgendwelche schönen Motive zu finden, aber ist alle nix. Vielleicht nochmal irgendwas genau fokussieren im Video. Klappt das? Tat's wahrhaftig. Und hier einmal der wunderschöne Wasserabperleffekt meiner jüngst imprägnierten Scheibe beim Golf. Sieht toll aus, oder? Und dazu dann noch die Selfie-Cam einmal drin. Gut, ich habe jetzt Studiolichter, also gehen wir mal ein bisschen ins Dunklere. Da wieder irgendwo die eine defekte LED, genau, in Rot. Ach, das geht, glaube ich, oder? Aber ist ja immer so, guck mal, man kann sogar zoomen hier. Da sieht man meinen Mund. Toll. Digitaler Zoom. Boah. Ne? Hier unser 24 FPS Zeug. Ne? Ja, super toll. Und ich werde demnächst die Kabel hier mal aufräumen müssen. Das geht echt gar nicht. Und hier wird es jetzt richtig dunkel. Das Testboard. Ja, ja. Mir ist gerade eine sehr kuriose Sache aufgefallen. Ich habe mal eine App installiert, die sich Open Camera nennt. Und zack, habe ich da zwar keine Möglichkeit, 4K-Videos aufzunehmen, aber 1440p für die Front- und für die Rückkamera. Und in beiden Fällen sieht das Bild besser aus, dadurch, dass wir hier die Möglichkeit haben, eine Bildstabilisierung zu nehmen. Also Bildstabilisierung hier, wenn ich durch die Gegend laufe, ist jetzt nicht ganz so ausschlaggebend. Und ich habe die Belichtung einmal gesperrt, dass sie sich nicht ändern kann. Aber mit der App kann man hier, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr rausholen. Und auch hier jetzt mit der Frontkamera, mit integrierter Bildstabilisierung. Man kann zwar nicht alles rauskriegen, aber das sieht sehr viel besser aus. Hatte gerade nämlich mal nachgeschaut. Die 4K-Sequenzen sehen wirklich nicht großartig besser aus und haben tatsächlich nur 20 FPS. Dann kann man den Fokus auch so ein bisschen umstellen. Das sieht so sehr viel besser aus. Open Camera kostet nichts im Play Store, ist wenige Megabyte groß, war zumindest in 3 Sekunden installiert. Also am besten das auswählen. Und damit wir es komplett haben, hier nochmal dieselbe Ansicht aus der Weitwinkellinse. Fokus scheint hier auch zu funktionieren. Ja. Also besser immer diese Kamera-App verwenden. Es gibt in Open Camera auch die Möglichkeit, API 2 zu verwenden. Und dann ist es tatsächlich möglich, so wie hier 4K zu erzwingen. Aber das Bild sieht sehr, sehr viel kerniger, körniger und blöckiger aus irgendwie. Finde ich nicht so schön, deswegen bleibe ich dann bei 1440p. Das war nämlich die andere Auflösung gerade eben gewesen. Auflösung ist eben nicht alles. Bildstabilisierung gehört natürlich auch dazu. Also, ne? Wenn eine kostenlose Kamera-App das besser hinkriegt als die firmeneigene, weiß ich jetzt nicht. Der verbaute Sensor, Samsung HM2, 108 Megapixel, soll sogar 8K-Video unterstützen mit 24 FPS, 4K-Video mit 60 und Full-HD mit 120 FPS suchen wir ja allerdings vergebens. Auch Open Camera kann da nicht mehr als 30 FPS ausrichten. Sehr, sehr schade. Das Realme 8 Pro, das gibt's gebraucht ab 100 Euro ungefähr, da ist derselbe Sensor drin. Da funktioniert tatsächlich 4K ganz ordentlich. Also der Sensor ist nicht kriegsentscheidend, den Rest macht auch das Handy und der Chip an sich. Finde ich sehr schade, dass das hier ein wenig vernachlässigt wurde. Wenn man sich jetzt aber mal die Bilder anschaut, die habe ich alle in diesem 108 Megapixel Modus gemacht. Da hat das Schnittprogramm ein bisschen mit zu kämpfen. Ich würde sagen, die sehen okay aus. Nicht die besten, die ich jeweils irgendwie gesehen habe. Hier auch mal ein kurzer Vergleich zwischen Nicht-Weitwinkel und Weitwinkel. Da siehst du einfach ein bisschen mehr. Aber irgendwie stimmen die Farben da nicht so ganz. Ne? Oder auch hier das Dach. Das habe ich letztens sauber gemacht, das war richtig dreckig gewesen. Es gibt in der Kamera-App auch HDR- und AI-Einstellungsmöglichkeiten, aber da finde ich, kommt absolut keine Verbesserung bei zustande. Da muss man, glaube ich, schon selber hingehen im Bildbearbeitungsprogramm, wenn man so ein Mensch ist. Also die Bilder sind auf jeden Fall brauchbar, ja, ist klar. Ja, und hier nochmal ein Selfie Richtung Lowlight, würde ich sagen. Wenn man die Kamera gut festhält, dann passt das, aber mit einer Hand wird das alles verdammt schwierig. Würde euch gerne mehr zeigen, aber die meisten Schnappschüsse, da sind auch manche andere Leute drauf, kann man hier bei YouTube nicht so gut zeigen. Und hier im Keller ist es schon recht dunkel, also immer mit zwei Händen festhalten, so wie hier, finde ich, dann sieht das absolut in Ordnung aus. Ja, und hier noch ein, zwei Bilder mit der Nachtsichtcam bzw. Infrarotcam.
damit man im Dunkeln was sehen kann. Oder im Halbdunkeln etwas mehr sieht. Thema Audio, ja. Wir haben mal wieder keinen Kopfhöreranschluss hier dran. Ich weiß nicht. Warum? Warum mache ich dir das? Ich habe ihm nichts getan. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Weil man sagt ja immer, Kopfhöreranschluss lässt man weg, weil es vielleicht ein bisschen Geld kostet oder weil das Handy nicht zu dünn wird. Das Handy ist breiter als ein Daumen und deswegen passt das da rein. Und wenn das $5 mehr kostet, dann bezahle ich das auch. Oder meinetwegen auch 10, so ist das nicht. Ein Adapter für einen Kopfhörer war jetzt nicht dabei gewesen. Ich benutze auch größtenteils eigentlich Bluetooth-Kopfhörer, aber ich habe ja immer noch einen Bose-Kopfhörer, der kein Bluetooth hat. Aber den kann ich hier jetzt nicht benutzen. Und wenn ich da mal draußen im Auto irgendwas mache, dann nehme ich eigentlich immer den. Und den Adapter dafür kostet auch keine 5 Euro, ich weiß. Aber ist halt nicht so schön, meiner Meinung nach. Dann haben wir hier Lautsprecher drin, hier unten und da oben einen. Die ergänzen sich so ein bisschen. Lautstärke ist okay, finde ich aber, hört sich nicht so schön an. Habe ich schon mal besser gesehen, habe ich aber auch definitiv schon mal schlechter gesehen. Nächstes Thema, Akku und Laden. Ja, ist wahrscheinlich der Hauptkaufgrund, wenn man jetzt sich für solch ein Handy entscheidet. 20.000 oder 22.000 mAh soll das Teil haben. Laufzeit ist ganz grob gesagt eine Woche. Man kann das nicht ganz so genau sagen, weil man natürlich die Handynutzung in einer Woche sehr stark variiert. Vor allem, wenn man jetzt dann doch mal zum Feierabend irgendwo hinfährt oder doch nicht. Ob man das Handy bei der Arbeit vielleicht viel oder gar nicht benutzt. Ob man Musik hört, das variiert super stark. Deswegen eine Woche wird es auf jeden Fall halten. Ich würde sagen 5 Tage auf jeden Fall, mit Sicherheit aber auch 7. Ich bin auch zwischendurch tatsächlich hingegangen und habe hier mit anderen Geräten zwischendurch mal geladen. Einfach nur, weil ich es konnte. Und Ladezeit sind tatsächlich 5 Stunden mit dem mitgelieferten 33 Watt Ladeteil. Es gibt von Doogie auch das V30 ohne Pro. Und das hat, glaube ich, 60 Watt Schnellladen. Ja, tatsächlich, 66 Watt sogar. Jetzt frage ich mich, warum die das hier nicht auch implementiert haben. Vielleicht unterstützen das die Akkus nicht. Danke, dass ich mal wieder an die Taste gekommen bin. Aber gerade hier würde es ja wirklich sehr viel Sinn machen, so etwas zu haben. 33 Watt ist jetzt, würde ich sagen, auch nicht unbedingt langsam. Und ich habe da auch, glaube ich, eine Powerbank irgendwie mit 20.000 mAh. Ob das wirklich auch stimmt, beziehungsweise das ist, was dann rauskommt, abzüglich der Kapazität, die im Akku noch verbleiben muss, damit er nicht beschädigt wird, und Wirkungsgrad des Spannungswandlers da drin. Ja, hiermit kannst du auf jeden Fall noch andere Geräte laden. Deswegen, wenn man dann so ein kleines USB-C-Kabel dabei hat, um vielleicht irgendwelche anderen Sachen zu laden. Kamera beispielsweise habe ich auch schon gemacht, oder die GoPro. Kann man so alles machen. Kannst du auch mit jedem anderen Handy machen. Und was ich mir noch bestellen muss, ich wollte es nämlich eigentlich gerne wissen. Ich habe ein anderes Handy hiermit gestern Abend noch aufgeladen, weil ich den Akku leer kriegen muss. Weil bei einem normalen Handy, wenn du den Akku leer haben willst, lass einfach ein YouTube-Video laufen. Hier habe ich einen Stresstest durchlaufen lassen für 2 Stunden oder so und ein anderes Handy geladen. Und das andere Handy wurde 30-40% geladen. Das war auch so ein Rugged Phone, irgendwie mit 8 oder 9.000 mAh, damit ich das endlich leer kriege. Aber ich würde gerne wissen, wie viel Amps hier maximal rauskommen. Deswegen entschuldige ich mich mal bitte. Ich habe mir also gerade mal für 15 Euro 2 Lademonitore besorgt für USB und USB-C, damit ich das demnächst auch mal prüfen kann. Also wenn man das Handy lädt, kann man sich das ja über den Charge Monitor, das ist eine App, anzeigen lassen, wie viel geladen wird, mit welcher Power. Aber mich würde das jetzt wirklich mal interessieren, wie viel Power hier rauskommt, wenn ich etwas aufladen möchte. Vielleicht kommt ja auch Fast Charging raus, ich weiß es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, 1 Ampere, 1,5 vielleicht bei 5 Volt, ist ja auch nur ein Handy, sage ich jetzt mal. Noch so andere Kleinigkeiten. Das, was ich vorhin meinte, was nicht funktioniert hat, war Navigation über Android Auto. In der letzten Zeit habe ich Android Auto nicht mehr verwendet, so wirklich oft, weil ich das Navi im Auto ganz gut benutzen kann. Da kann ich auch im Tacho mir quasi die Karte anzeigen lassen. Geht über Android Auto nicht. Ich wüsste auch nicht, dass es bei irgendeinem Auto generell klappen würde. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ich höre ja gerne Musik beim Autofahren, wisst ihr ja. Und es ist nicht möglich, über Android Auto im Lied vorzuspulen. Jetzt aber allerdings durch Zufall habe ich gemerkt, dass es ein Update geht, und jetzt kann ich zumindest, habe ich da so eine Zeitleiste auf dem Display, wo ich dann, wenn ich mir einen Mix anhöre, der eine Stunde geht, ein bisschen vorspulen kann. Das ist ganz cool. Aber mir ist aufgefallen, dass die Navigation dann damit nicht ganz so gut funktioniert. Wenn das Handy entsperrt ist und angeschlossen ist, dann geht alles. Wenn ich nur das Handy zum Navigieren verwende, geht es auch. Habe ich ja im Golf schon gemacht, der hat kein Android Auto. Aber wenn das Handy gesperrt ist und einfach nur angeschlossen ist und in der Lade liegt, dann 1-2 Minuten nach dem Losfahren habe ich dann kein vernünftiges GPS-Signal mehr, obwohl das ja gar nicht sein kann eigentlich. Das wird entweder irgendeine Sache mit dem Handy sein oder mit Android Auto. Ich werde Doogie informieren, dazu dann noch später in die Beschreibung was packen.
wenn es wirklich ein Fehler ist. Also ich habe gesehen, dass auch andere Leute ähnliche Probleme haben. Vielleicht liegt es jetzt gerade noch an Android Auto. Aber die Grundfunktion ist ja da, deswegen wird es wahrscheinlich nichts allzu Großes sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Dewey dann einfach ein Update raushaut und wenn es das Handy dann zu kaufen gibt, eine Woche später gibt es dann wahrscheinlich ein Update, ein OTA-Update und dann soll das Problem, glaube ich, wohl behoben sein. So war es zumindest in der Vergangenheit gewesen. Jetzt hat man ja das Handy gesehen, das ist ordentlich fett. Und eigentlich habe ich da auch irgendwie nichts gegen, aber eigentlich schon, weil es mir tatsächlich in einer oder in zwei Hosen im Auto immer aus der Hose fällt, weil es eben so groß oder die Größe ist, glaube ich, nicht das Problem, eher die Dicke und auch das Gewicht. Dann steige ich nämlich aus, merke dann so später, wo ist denn das Handy? Ach, das liegt ja noch auf dem Fahrersitz. Ja, super. Dann habe ich das Handy tatsächlich in der Ausbildungsfirma bei mir. Die wissen ja, dass ich immer mal wieder andere Handys bekomme für ein Review. Einmal rumgezeigt, mein Chef dann da in der Hand gehabt und meinte, man müsste sich im Review beschweren, das wäre so laut, wenn es runterfällt. Und ja, ist es tatsächlich auch. Ne? Ist auch ordentlich schwer, aber da sind, glaube ich, 3 oder 4 einzelne große Zellen drin, hatte man mir gesagt. Und ja, das ist halt das Handy so an sich. Muss jeder selber wissen, ob man das haben möchte. Dann hat das Teil ja einen Fingerabdrucksensor. Der funktioniert gut bis okay. Also manchmal funktioniert der gut, manchmal nicht. Da muss ich erst den Finger sauber machen. Dann geht es immer noch nicht. Dann warte ich einfach ein bisschen und dann klappt es wieder. Dann kann es natürlich auch helfen, dass man dann den Finger neu anlernt. Aber es ist ja so, wenn man mit den Fingern viel macht und dann wird diese Fläche ja ein bisschen abgerieben. Ja, weiß ich nicht. Gefällt mir hier nicht so gut. Hat woanders mal besser funktioniert. Dann gibt es ja hier auf der Unterseite den USB-C-Port. Der ist auch schön fest. Und wenn ich jetzt, was heißt schön fest? Aber ich würde sagen, das Handy fällt da nicht raus, wenn ich es anschließe. Und es ist schon ordentlich schwer. Das ist ganz gut. Aber diese Klappe hier, die stört. Weil wenn ich jetzt hinginge, ich nehme diese Klappe ab, will was anschließen. Ist wahrscheinlich, ja, ist jetzt Vorführeffekt. Aber jedes Mal, wenn ich im Auto bin oder wenn ich das Handy irgendwie so, wenn ich das Kabel so anschließen möchte, so jetzt. Da, dann klemmt sich diese Klappe immer zwischen dem Kabel und ja, das passiert halt jedes Mal. Ansonsten hatte ich ja gesagt, die Beleuchtung hier, die LED ist ein bisschen dunkel. Da hätte ich mir bei 2 LEDs ein bisschen mehr erwartet. Auch, oder das kostet ja auch nichts mehr, da ein paar mehr LEDs reinzupacken. Aber kann ja auch nicht bei jedem Handy super hell sein. Und ich mache jetzt auch nicht übermäßig viele Bilder wirklich mit dem Blitz hier dran, weil es einfach nichts bringt. Das ist ein bisschen zur Aufhellung gedacht. Wir haben ja hier immer noch die Nachtsichtkamera. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man mal nichts sieht oder so. Ja. Und dann kommt natürlich noch der übliche Drop-Test. Einmal hier so von oben. Dürften, weiß ich nicht, 1,90 sein oder so. Achtung, wird laut. Wunderschön. Sollen wir nochmal? Nee, ich mach mal den hier. Wie immer so ein paar kleine Schrammen, aber das kannst du mit Wasser abwischen. Ach ja, und was ich sonst ja auch immer tue. Ja genau, einmal den Captain zur See, so ein bisschen. Natürlich vorher auch prüfen, dass hier die Flappe zu ist und so weiter und so fort. Das dauert mir zu lange. Du bist ja schon wieder aufgegangen. Was ist das hier für ein dummes Zeug? Bleib zu. So, ja. Bist zu? Sehr schön. Handywäsche, ja, ja. Hier unten schön. So. Entsperren geht natürlich nicht. Fingerabdruck auch nicht. Hätte ich vorher machen müssen. Ach ja, hier unten links ist übrigens so eine Art Schrittzähler. Ich weiß nicht wieso, aber in unregelmäßigen Abständen setzt er sich einfach mal zurück. Ah, und hier im Wasser hast du keinen WLAN-Empfang mehr. Okay. Okay. Ich dachte gerade schon, dass da irgendwie Luftbläschen rausgekommen wären. Nö, dann ist ja gut. Dann lasse ich dich da mal ein bisschen drin. Und dann schauen wir gleich nochmal. So, gleich ist mein Essen fertig. Du gehst auch noch. Ja, geht noch. Ich würde jetzt gerne eine Nachricht löschen, aber warum ist das eigentlich so, dass ich, wenn ich da einen Code drin habe, mir die Nachrichtenvorschau nicht mehr anzeigen lassen kann? Ist das ein neues Sicherheitsfeature von Android 12? Niemand geht an mein Handy. Eigentlich brauche ich sowas gar nicht. Die haben dann da immer nur so eine Einstellung für den gesamten Nachrichteninhalt anzeigen, aber eine Vorschau, die fehlt dann ja auch gänzlich. Ach ja, und dann, ne, wenn das Teil mal nass wurde, dann bist du super leise. Die Lautsprecher müssen nämlich erst austrocknen. Da kann man auch ein Tuch drüber legen und vielleicht ein bisschen dran pusten oder so. Das hilft, aber das ist normal bei solchen Sachen. Gibt auch sogar extra Apps, die dann mehrere Töne abspielen. Und das hört sich nicht allzu toll an, aber dadurch trocknen die Lautsprecher dann schneller. Nun gut, jetzt wollt ihr auch ein Fazit für mich haben. Das Teil hat den Sturz überlebt, das ist ja schon mal sehr gut zu wissen. Ist wasserdicht, ist dafür aber auch
ne, für die Akkulaufzeit eine ganze Woche auch ganz schön dick. Das ersetzt eine Powerbank, die jetzt 20, 30, 40 Euro kostet. Dazu dann noch die LED, die hier hinten einfach ein bisschen zu dunkel für meinen Geschmack ist. Die Infrarot-LED ist auch nicht stark genug, kannst du 1,5 Meter mit ausleuchten. Wenn man draußen ist, wird es noch schwieriger. Kopfhöreranschluss fehlt mir, Leistung hiervon ist ganz in Ordnung. Fotos sind in Ordnung, Videos eher so mäh, aber jetzt, wo ich Open Camera entdeckt habe, kann man dann auch hier und da ein bisschen mehr Potenzial rausholen, weil die Stock-Kamera-App hier, die hat nicht mal eine Bildstabilisierung und sowas müsste ja eigentlich auch dabei sein. Ein Zuschauer hatte beim letzten Handy-Review gesagt, ja, die kommen alle vom Band, heute wird das, morgen wird das Handy produziert und die Software dafür ist eigentlich fast identisch, sodass auf die genaue Hardware eigentlich gar nicht so viel Rücksicht genommen wird. Ich meine auch gesehen zu haben, dass bei einem anderen Handy, wo auch exakt dieser Sensor drin ist, dass man die Linse bewegen kann. Das heißt, magnetisch-optische Bildstabilisierung müsste eigentlich auch möglich sein. Anstelle dieser digitalen, das hätte man nur irgendwie implementieren müssen. Ja gut, so ein 120 Hertz Panel ist, würde ich sagen, hell genug. Farben sind nicht so super schön, aber dennoch wohl ganz in Ordnung. Aber wenn ich das jetzt mit diesem Handy hier vergleichen würde, Blackview BV8800, das kostet jetzt 250 Euro und das hier etwa das Doppelte. Ja gut, das Blackview 270 ist gerade, glaube ich, das günstigste. Und das kann man vorbestellen für 450 bis 500 Euro irgendwie. Das ist ein bisschen besser. Hat auf dem Papier eine bessere Kamera mit 108 Megapixel. Das andere Teil, glaube ich, 50 oder 64 Megapixel. Bei dem anderen Handy, finde ich, sehen die Bilder zumindest out of the box auch ein Stück besser und gebräuchlicher aus. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Powerbank bei Amazon mit 22.000 mAh kostet da um die 30 Euro, schätze ich mal, das dann hier reinzupacken. Also ich will mir das Handy generell nicht besorgen, weil es eben so dick ist. Das ist zwar irgendwie cool, aber nee, das ist doch ein bisschen zu groß. So groß. Und wenn es dann auch günstiger wäre und auch für diesen Preis jetzt, finde ich, passt es nicht ganz so. 300, 350 Euro wären, würde ich jetzt sagen, erstmal okay, aber man kennt ja die anderen China-Handys und so weiter auch. Da ist die Kamera nicht immer ganz so toll, deswegen muss man das vielleicht so noch vergleichen. Aber ich kann euch auch sagen, so ein Samsung-Handy oder sowas, jetzt das neueste, das kostet erstmal um die 1000 Euro. Und das darf ich wahrscheinlich nicht mal eben fallen lassen, auch wenn ich meine Geräte eigentlich pflege. Aber so ein Handy wäre eh nichts für mich. Aber ich hätte gerne, zumindest die Kameratechnik gerne, weil ich dann auch hiermit unterwegs vielleicht mal besser was machen könnte. Oder auch einfach die Kamera dann mal mitnehme. Das war es jetzt von mir, meine Einschätzung. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr von dem Handy haltet. Ob ihr bis hier überhaupt euch das angehört habt, das ganze Zeug. Und ob ihr euch das Handy vielleicht besorgen würdet. Wenn auch nicht für diesen Preis, für welchen Preis dann? Ist von der Leistung her das Beste, was ich jetzt habe. Aber ja gut, die Android Auto Geschichte noch. Aber ja, das wird sich auch mit der Zeit, wird das verschwinden. Ich finde es immer komisch, wie ich bei jedem Handy einfach irgendwelche Sachen finde, die nicht funktionieren. Man kann ja auch nicht alles testen, aber sowas, ja gut, muss man auch erstmal entdecken. Vielleicht liegt es auch im Android Auto Update, was vor kurzem rauskam, selber, ich weiß es nicht. Gut, bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, ciao, ciao.